Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy X. Lass mich kurz mal ein bisschen meinen Ton höher schrauben. So, dann kann es jetzt losgehen. Ich gehe mal am besten noch meinen Tisch ein bisschen näher ran und mache vielleicht das Mikrofon ein bisschen höher. So. Na, ich würde sagen, auf zum Schiff, oder? Ich glaube, wir haben eine Schiffsfahrt vor uns. Hey, sleepyhead. Something I want to give you. Whoa. You're giving this to me? Yeah, use it well. That's the sword you gave Chapu. Well, he never used it. Where's Yuna? We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. You really don't need all that luggage. They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, Yuna. I guess you're right. Okay, off we go. Ja, da merkt man das Schöne, wir haben jeden Tag die gleichen Klamotten an. Wir brauchen kein Gepäck. Oh! Okay, es geht los. Here comes one now. Oh, krass. Why don't you try out that sword I gave you? Okay. Easy. No problem. Not too shabby. You kept up with him pretty well. Might make a good guardian someday. A flyer, my kind of customer. Ja, die sind eher was für Wacker, weil Wacker hat, im Gegensatz zu Tidus hat Wacker, wie nennt man das? Reichweite. Reichweite. Tidus hat mit dem Schwert keine Reichweite auf hohe Gegner. Oh, Tidus hat ein Dings bekommen. Nice. Das kann ich dem doch direkt mal geben. Bewegen. Und dann benutzen. Angriffskraft plus 1. So, wie sieht mein Team aus? Ich hätte aber gerne tatsächlich anstatt Waka. Hätte ich ganz gerne Lulu im Team. Achso, ach, ich bin falsch. Ich muss doch. Ich glaube, ich kann sie gar nicht wechseln momentan, ne? Okay, dann halt nicht. Dann halt noch nicht. Gut. Ich muss aber sagen, ich finde das Schwert, was Tidus jetzt hat, ich finde das super geil. Ich würde übelst gerne mal die Klinge anfassen. That looks like trouble. Ha, watch this. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Told ya. Only magic can beat that thing. If you can't beat them down, you gotta use magic of an element they don't like. Magic? Element? Let's have our black mage show you what I mean. Lou, you're up. Clueless, aren't you? Good thing I'm here. Die Elemente, die Eigenschaften von Zauber und Monster bezeichnet man als Elemente. Auf dieser Welt existieren 4 Elemente. Hitze, Kälte, Strom und Nässe. Also kein Erde. Wobei die ersten und letzten beiden jeweils entgegengehen. Spells of ice work well against fire fiends. And ice fiends are weak against fire magic. You follow? I get fire and ice, but what about lightning and water? Lightning and water are opposed, just like fire and ice. This one here is a water fiend, which means... Ja klar, da wird jetzt erstmal ein fucking Blitz draufgehauen. Easy. Lulu ist halt nice. Ich finde Lulu cool.
Und glaub mir, Elemente braucht man öfter als man denkt. Take your time. Let's get going, man. We're gonna wait. Huh? Are you ready? What's going on? Ach, Teil, das ist in der Fall doch nicht immer alles. Oh, das ist ein Safe Point, den nehme ich mit. Oder auch nicht. It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. Chapu didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Wäre asozial, wenn wir nicht beten würden, oder? That should do it. Vor allem, wenn er noch sagt, sein Bruder hat nicht gebetet und dann ist er verreckt. Dann wäre das ja richtig asozial. So, ich nehme den Speicherpunkt mit. Immer mal besser. Okay. Und weiter geht's. Oh, jetzt direkt der nächste Speicherpunkt. Ah, nein, hier kann man irgendwas tun. Das sind irgendwelche Schriftzeichen. Maka, Kilika, Idibikanel, Vegasa. Okay, habe ich verstanden. Warum muss ich denn jetzt gegen ihn kämpfen? Au. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Das ist traurig. Oh Moment, ich kann Ekstase. Salto Hieb! Zack, 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 zack. Oh! Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Sprung, oh nein, das ist eine Ekstase-Sache. Sein Ekstase-Ding. Vernichtend. That's enough. What's with that guy? Kimari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not what I meant. He's another Yuna's guardian. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. Mm. But he has protected me since I was a child. Hmm. Kimari hieß er. Okay. Oh, Metallwappen. Kann ich das irgendwie ausrüsten? Wer hat denn Wappen? Hast du? Nee, das wird jetzt nicht Wappen gemeint. Ah, sie hat ein Wappen. Oh, Wappen. Abwehr plus 5%, ja, easy. Aber was kann ich hier machen? Warum ist hier so ein Symbol? Ich verstehe es nicht. Hier auch. Huh. Strange, egal, wir folgen einfach mal dem Pfeil. Vielleicht kommen wir ja irgendwann nochmal hier zurück. Schöne Landschaft genießen, auf jeden Fall. Your department, right? True, true. But why don't we let our summoner show us what she's made of? Ich wollte gerade schon sagen, es sieht nicht so aus, als ob wir den bekämpfen könnten. Man kann Mitglieder jederzeit mit L1 auswechseln, das finde ich richtig geil. Das heißt, wir sagen mal Teil des Tschüss und holen Yuna rein. Das Gute ist, dass man dadurch auch keinen Zug verschwendet. First real battle. Let's see some style. Show us what your training has taught you, Yuna. Okay. So, die Beschwörung. Ich kann jederzeit eine Bestia bzw. eine Esper rufen.
Die Espa oder Bestia hat natürlich genauso Lebenspunkte und wenn die auf Null sinken, ist die Bestia tot. Valfaris! Zeige uns, was du kannst. Und es ist wie bei Final Fantasy 7, man kann leider die Animationen nicht überspringen. Aber keine Sorge, ich werde wahrscheinlich nicht so oft Bestia rufen. Nicht so oft Bestias rufen wie in Final Fantasy 7. Beziehungsweise Final Fantasy 8. Final Fantasy 8 war es ja, wo ich gefühlt immer nur mit Gefs gearbeitet habe. Angriff! Ja, 80 ist okay. Schallschwinge! Und ich kann auch Schwarzmagie, okay. Nochmal Schallschwinge. Boah, ja, 1000 HP. Alter, ist krass. Der normale Angriff macht viel, viel mehr Damage als Schallschwinge. Naja, ich werde wahrscheinlich seine 1000 HP schneller runterbekommen, als er meine. Oh, daneben. Easy. Er hat nur 600. Und Schockwelle. Au. So. Ne. Oh, ich kann Ekstase machen. Laserstrahl. Und in sein Gesicht. Ah, ne, doch nicht. 1000 Lebenspunkte. Nice. Nice. Blindschutz. Okay, wer von euch hat Armreifen? Wahrscheinlich er, oder? Ja. Aber er kann wahrscheinlich nicht erblinden. Schön und gut, aber ob man das jetzt so dringend braucht, ich weiß ja nicht. Das sieht schon schön aus. Das sieht schon schön aus. Auch noch einer? Ach komm. Another one of those. No problem. Leave this one to me, huh? Say good night, Birdie. Ist eine Blindattacke, Blindhieb. Was hat das jetzt gebracht? Fass auf ihn. 200. Ach, er ist jetzt blind. Er wird wahrscheinlich nicht mehr treffen. Das bringt mir ja nichts, Teiles zu rufen, ne? Ja, kann ich aber auch nichts machen. Teiles wird ihn halt nicht treffen. Was, doch? Okay. Ja, Feuer war eben ganz gut. Ich denke mal, alle Zauber werden gegen ihn effektiv sein. Nur, dass ich leider jetzt nicht seine Leben sehen kann. Oh, nein, mit ihr soll ich keinen Angriff machen. Nice! Ohne Bestia. Wechselspieler. Alles klar. Für den Waka. Angriff plus 3%. Nice. Und Waka kann man direkt mal ein Sphärobrett einsetzen. In die Richtung wäre Blödsinn. Geschick. Alles klar. Von mir aus. Da ist auch wieder irgendwas. Habe ich gerade auf der Map gesehen. Oh, jetzt kommt aber alles. Das heißt, mit ihm gehen wir auf ihn. Er natürlich angreifen. Mit Waka gehen wir auf den Fliegenden. Und sie macht Zip-Zip auf den Wasser-Pudding. Das war nice. Perlenschutz. Ja, Leute, ich muss
Du musst das halt gucken, so Blindschutz, Perlenschutz, Z-Abwehr. Was ist Z-Abwehr? Tidus bewegen. Ability und tschüss! Damit kann man ja übrigens flüchten mit dieser Ability. Sie kann anscheinend. Achso, das sind die Zauber, ja. Nutzen wir noch Wunder. MP steigt um 20, das ist bei ihr sehr gut. Das ist doch bei ihr sehr gut. Ich weiß noch, ein Kumpel von mir damals, der war richtig gut in Final Fantasy X. Er hat auch das Lösungsbuch gehabt, aber ich habe das Lösungsbuch leider nicht. Oh, hier ist wieder ein Safe Point. Ach, wir sind jetzt da, okay. Ja, dann ergibt das natürlich Sinn. So. Dann würde ich sagen, auf zum Schiff, oder? Wo auch immer das Schiff ist. Ich denke mal, wir folgen einfach Wackity Wacker. Oder wir gehen einfach alleine aufs Schiff und scheißen auf die anderen. Easy. Von Beside geht's nach Porta Kilika. Was zur Hölle ist denn mit Tidus los? Ich muss sagen, halt, das ist schon irgendwie so ein richtiger Asi, oder? Oh, kann ich nicht hier. Nee, kann ich noch nicht. Okay, kann ich mit Wacky Wacker reden? Come to think of it, I haven't told you where we're going. First to Kilika Island. Then we change boats and head for Luca. For that though, Yuna's gotta pray at the temple. I'll be guarding. We'll be praying for the Auroch's victory, too, so you come along, yeah? Great plan. Hey, it is a great plan. Don't look at me! Okay, Lulu, was geht bei dir? I don't know who you are, or where you came from. Okay, keine Antwort. Kamari! Ah, ne, er redet ja nicht wirklich, ne? Ich kann ihn noch nicht an... Yuna, was geht? Word is, that summoner's got noble blood. I heard she's Lord Braska's daughter. You don't say. Lord Braska's daughter? Okay, kann ich mit dir nochmal interagieren, Waka? So, is Yuna's father famous or something? She's the daughter of High Summoner Braska. You saw his statue at the temple.
Lord Braska defeated Sin 10 years ago. Yuna's the heir to a great legacy. It's tough when your father's famous. Huh? Waka's a bit lacking in the imagination department. Huh? Thanks, Lulu. I'll keep that in mind. Ich meine, Teil des kennt sich damit ja aus. Sein Vater war ja auch berühmt im Blitzfall. Oh, ich kann hier hoch. Schön. Kann ich auch da rein? Ich kann hier einfach so rein. Du gehörst doch zum Gefolge von der ehrwürdigen Yuna. Du bist also eine Garde. Man sollte Leute nicht nach dem Aussehen beurteilen. Eigentlich bin ich keine Garde. Das Wetter auf See ist launig, aber heute scheint es ruhig zu bleiben. Aber manchmal begegnet man etwas Schlimmerem. Sin zum Beispiel. Hey, kann ich mit euch eine Runde... Ich will keine Pässe mehr üben, ich will endlich schießen. Mann, Leute, ich... The wind. It's nice. Hmm. You're a blitzball player, aren't you? From Xanarkin, right? You hear that from Waka? Mm-hmm. Huh. Waka. Waka doesn't believe me at all. But I believe you. Huh? I've heard in Xanarkin, there is a great stadium, all lit up, even at night. Huh? Great blitzball tournaments are held there, and the stands are always full. How do you know that? A man named Jack told me. He was my father's guardian. Jack. My father. His name is Jack. Amazing! You know, our meeting like this must be the blessing of Yevon. Sounds like him, but it can't be him. Why not? My old man, he died. 10 years ago, off the coast of Xanarkin. I'm sorry. He went out to sea for training one day, and never came back. And no one's seen him since then. Why, that's the day that Jekt came to Spira. But... It's true, I first met Jekt 10 years and 3 months ago. I remember that was the day my father left. The date fits, doesn't it? Yeah, but how would he get here? You're here? Are you not? Thank you.
do you think you're doing? Stick a harpoon in him and we'll all get dragged under. Zin is going for Killika. We gotta distract him. Our families are in Killika. Forgive us, Lady Summoner. Wait! Oh, boy. Okay, Kampf. Okay, darauf war ich nicht vorbereitet. Die Frage ist, kann ich durchwechseln? Ich kann durchwechseln, okay. Den möchte ich jetzt nicht auswechseln. Ich kann die Yuna auf jeden Fall auswechseln. Sie macht mal ein bisschen Zip-Zip, würde ich sagen. Und Kamari kann auch gerade mal bleiben. Ich muss sagen, Kamari ist eigentlich der Charakter, den ich am wenigsten benutze. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Flügel fangen an zu glühen. Achso. Das liegt einfach daran, dass ich... Keine Ahnung. Ich hab nicht so viel für ihn übrig. Ich weiß nicht. Er hat halt irgendwie einfach nichts Besonderes. Ich meine, Lulu kann, things are there? Wieder. The Finn. That's where they're coming from. Entfernung zum Gegner. Entfernung Gegner. Wir sind Schwanzflosse, sind mit Waffen und Schwertern nicht zu erreichen. Hierbei wendet man am besten Zauber oder Warcast Ball an. Ja, wie gesagt, mit Lulu kann man halt Schwarzmagie machen. Mit Yuna kann man Weißmagie machen, beziehungsweise Bestias beschwören. Mit Waka kann man weit entfernte Gegner erreichen. Und es wird noch einen Charakter geben. Kann ich mit ihm nicht eigentlich auch ihn erreichen? Nee. Und der Charakter, der noch kommen wird. Es werden sogar noch zwei Charaktere kommen. Ein Charakter, der noch kommen wird, hat halt eine unglaublich starke Kraft. Das heißt, er ist halt ganz gut, um gepanzerte Gegner auszuschalten. Aber Kamari ist halt so einer. Der braucht kein Mensch. Ich weiß nicht, der hat einfach nichts Besonderes. Ich müsste das Zindor gar nicht jucken, wenn Wacker einen Ball gegen ihn wirft, oder? Ich bin am Überlegen, den einen leben zu lassen, aber ich glaube, das ist dumm. Wie viel Leben hat denn Sinn noch? Spielt er leider nicht. Ich glaube, es ist doch besser, den einen leben zu lassen. Weil sonst holt er nämlich wieder drei neue und das wäre noch schlimmer. Dann heile ich lieber Lulu. Lulu hat halt echt nicht viel Leben. Ich drücke immer die falsche Taste. Und kümmere mich weiter um Sinn. Au. Okay, Yuna, selber heilen. Waka, Sin,
Schwarzmagie, Sinn. Von mir aus kloppt ihr mal einen um die Ohren. Dark. Au. So, Sinn. Sich selber. Zip, zip. Wie viel Lebenssinn hat. Wir fahren an zu glühen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, das war's, Gott sei Dank. Och nö. Och, es geht weiter. Oh shit. Oh shit. Okay, die kommen immer wieder neu. Dann greife ich am besten ihn an. Gott sei Dank daneben. Machen ordentlichen Damage. Schraube. Nein, keine Schraube, keine Schraube, keine Schraube! Shit. Okay, sollte Wacker mal eine Potion geben, das sollte aber Wacker selber machen, weil ich mache nämlich mehr Damage. Gib dir mal eine Potion, Wacker! Au. Au. Und dann kommt natürlich neue. Oh, stark. Ich könnte ja nochmal einen Blinty probieren. Ja, ich habe ihn blind bekommen. Nice. Oh, das ist natürlich super. Au. Au. Und die Schraube trifft nicht. Die Schraube trifft nicht. Oh, die Schraube trifft. Okay, Waka. Ach, ich weiß nicht, ob ich angreifen soll, oder?
Ja, komm. Scheiße. Komm, das geht daneben. Jawohl. Jawohl. Schnell noch Tidus. Yes! So sieht's in meinem Business aus. Boah, alle schön Apis suchen. Eisstab und eine Wasserlanze. Okay. When Sin attacked Xanarkand that day, I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse, too. I will defeat Sin. I must defeat Sin. I was just fooling myself. Maybe it was that day, on the sea, under the burning sun. I started to give up hope. I was in a foreign world. I wasn't going home. This was my new reality, and I was stuck in it for good. Und einfach Kilika komplett ausgelöscht. Naja, fast. Greetings. I am the summoner Yuna. I have come from the temple in Bisaid. Oh, Milady Summoner! If there is no other summoner here, please allow me to perform the sending. Thanks, BT. Our loved ones. We feared they would become fiends. Please, take me to them. Als ich euch von der einen Szene gesagt habe, die wirklich unglaublich schön ist und die einfach wirklich bekannt ist, das wird diese Besegnung sein. We'll go see what we can do to help in town. So, Leute. Ich werde jetzt noch mit euch zusammen ausrüsten und die neuen Sachen lernen. Ja, von mir aus. Und dann werde ich diesen Part hier beenden. Gehen wir nach hier. Da gibt es nämlich HP um 200%. Um 200% wäre schön. Mit Lulu kriege ich leider nichts Neues.
Tides kriege ich aber was Neues. Und zwar Geschick. Mit Wacker darf ich sogar 2 gehen. Da kriege ich einmal HP um 200. Also um 200 gestiegen und MP um 20. Und mit Yuna darf ich auch 2 gehen. Das ist super. Da kriegt die Yuna nämlich Ex-Foy. Und Ex-Blitz. Alles klar. Okay, Leute. Das war's für diesen Part. Ich kann euch nur empfehlen, im nächsten Part einzuschalten. Weil, wie gesagt, da wird diese unglaublich geile Szene kommen. Ich liebe die über alles. Weil sie unglaublich schön ist. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.